Ganz verschmitzt schaut das kleine Türmchen von St. Jakobus zwischen den Bäumen hervor. Man muss schon ein bisschen genauer hinschauen, um es nicht zu übersehen. Für Jakobspilger ist das Gotteshaus im schwäbischen Reinhardshofen, 22 Kilometer südlich von Augsburg, ein wichtiger Anlaufpunkt auf ihrem Weg Richtung Süden. Es ist eine Jakobuskirche und von denen gibt es auf dem bayerisch-schwäbischen Jakobsweg nur sehr wenige. Im Inneren empfängt mich sogleich der heilige Jakobus. Das kleine Pilgereck mit Buch und Stempel ist erst kürzlich entstanden. Was für ein putziges Jakobuskirchlein hier in Reinhardshofen. In Augsburg teilt sich der bayerisch-schwäbische Jakobsweg in zwei Routen. Wir schauen uns diesmal die östliche Strecke an. Ein Mann, der seit über 100 Jahren tot ist und mit seiner Philosophie immer noch die Menschen begeistert. Ein Turm, der nicht ganz der Norm entspricht. Und eine Klosterkirche, in der Tiere versteckt sind. Das erwartet uns auf den nächsten 100 Kilometern bis Bad Grönenbach. Sind Sie neugierig geworden? Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Der Jakobsweg führt mich nun weg von all den Straßen, den Dörfern, den Menschen, mitten hinein in den Wald. Hier erwartet mich genau das Gegenteil: Abgeschiedenheit, viel Natur und vor allem Stille. Das Spiel mit Licht und Schatten ist an diesem Tag besonders eindrucksvoll. Nichts denken, einfach nur gehen und genießen. Auf einer kleinen Lichtung taucht die Justinerkapelle auf. Um 1500 wurde sie erstmals erwähnt, später war dann von einer Klause die Rede, die Eremiten bewohnten. Hier treffe ich Herbert W., er ist Pilger aus Leidenschaft. Jetzt sind Sie ja begeisterter Pilger. Was macht für Sie die Faszination daran aus und wo waren Sie zuletzt unterwegs? Wir waren jetzt zuletzt mit der Gruppe in Südfrankreich, Cahors, Mossac, Lektur durch Sonnenblumenfelder, unendliche durch. Also wunderbare Landschaft, muss man wirklich sagen. Ist es für Sie spiritueller Anlass, dass Sie auf dem Jakobsweg unterwegs sind? Ja, so und so. Spirituell natürlich, selbstverständlich auch. Und natürlich zu Fuß erlebt man Landschaft ganz anders, als wie wenn man nur mit dem Auto durchfährt. Jetzt habe ich als Neupilger noch eine ganz praktische Frage. Was muss man im Gepäck haben? Was muss man beachten, bevor man losläuft? Ach, wissen Sie, ich will jetzt auch hier gar keine Äußerungen von mir geben. Ich sage immer, wir haben jetzt heuer die 5. Etappe gemacht und jedes Jahr ist man irgendwo an der Optimierung von seinem Gepäck. Leichtes Gepäck ist Voraussetzung, dass der Wanderer oder der Pilger jetzt auch meinetwegen 40 Kilometer am Tag laufen kann. Dankeschön. 40 Kilometer Fußmarsch liegen heute nicht mehr vor mir, zum Glück, denn es ist ein ganz besonders heißer Tag. Kein einziges Wölkchen schiebt sich vor die Sonne, jeder Schritt ist noch ein bisschen anstrengender als sonst. Das Wirtshaus beim Füchsle im unterallgäuerischen Kirchsiebnach kommt mir da gerade recht. Hier gibt es Leckeres für den Magen und günstige Betten für die Nacht. Bei Pilgern ein echter Geheimtipp. Ausgeruht und gesättigt läuft sich's ja auch viel leichter. Rund 4 Stunden später erreicht der Pilger die Kneippstadt Bad Wörishofen. Hier lohnt es sich, einen kurzen Stopp einzulegen und auf den Spuren Sebastian Kneipps zu wandeln. Er ist als Wasserdoktor bekannt geworden, als einer, der Spaziergänge in der Natur liebte und die Heilwirkung der Pflanzen erforschte. Der Kurpark spiegelt seine Philosophie wider. Auch am Barfußweg hätte Kneipp wohl große Freude gehabt, denn seiner Lehre nach ist das Barfußgehen Grundvoraussetzung für körperliche Abhärtung. Das kühle Wasser in den Kneippbecken trägt zum Wohlbefinden bei. Nach all den Kilometern macht das nicht nur mich, sondern auch meine Füße glücklich. Na, was ist denn mit diesem Kirchturm dort drüben los? Ist er nicht irgendwie ein bisschen schief geraten? Ich glaube, das schaue ich mir mal etwas genauer an.
Der schiefe Turm von St. Stephanus hat Köln gedreht im Unterallgäu bekannt gemacht. Er neigt sich um 1,10 Meter nach Norden und einen halben Meter nach Osten. Klar nicht ganz so extrem wie der schiefe Turm von Pisa, aber dennoch nicht zu übersehen. Warum ist Ihr Turm schief? Das liegt am nicht ganz optimalen Untergrund. Unter dem Turm oder auf dem Berg, da ist lehmiger Untergrund, kein felsiger. Und der Turm ist wahrscheinlich zu schwer. Und darum hat er sich gesenkt, darum ist er schief jetzt. Muss man sich Gedanken machen, weil er sich immer weiter neigt? Nein, wir haben 2003 bis 2006 haben wir die Kirche renoviert. Und da haben wir auch den Turm saniert. Und da sind jetzt 28 Betonpfähle, die gehen 28 Meter bis auf den felsigen Untergrund und jetzt steht es sicher. Ich lasse den schiefen Turm von Köngedried hinter mir und gehe weiter nach Westen, vorbei an Mussenhausen und seiner Wallfahrtskirche. Es lohnt sich auch kurz in das Gotteshaus zu schauen, denn sie zählt zu den schönsten Rokokokirchen des Bistums. Rechts im Chorraum empfängt ein rastender Jakobus die Besucher, links der heilige Rochus als Jakobspilger. Heute meint es das Wetter ganz besonders gut mit mir. Die Sonne strahlt vom Himmel, die Luft ist klar und jetzt am Vormittag ist es noch nicht ganz so heiß. Nur wenige Kilometer Fußmarsch entfernt liegt Otto Beuren. Die beiden Türme der Basilika sind schon von Weitem zu sehen. Aus der Nähe ist das Gotteshaus noch eindrucksvoller. Es gibt viel darüber zu berichten, doch das überlasse ich professionellen Kirchenführern. Mich lockt heute etwas ganz anderes in die Kirche. Insgesamt 1200 Putti sollen hier in der Basilika in Otto Beuren zu sehen sein. Das sind sehr, sehr viele, aber natürlich ist ein Engel in einer Kirche nicht so überraschend. Weitaus kurioser ist die Tatsache, dass insgesamt 23 Tierarten versteckt sein sollen und einige von ihnen mit biblischem Bezug. Ich schau mal, ob ich welche finden kann. Man muss auf jeden Fall etwas Zeit und Ausdauer mitbringen, um fündig zu werden. Der Engel mit dem Papagei springt mir sofort ins Auge. Er steht für den Kontinent Amerika. Der afrikanische Engel trägt einen Elefantenkopf auf dem Haupt. Und hier oben schaut eine Kuh auf mich herunter. Der Hund mit der Fackel geht auf eine Erzählung über den heiligen Dominikus zurück. Dieses kleine Tierchen dort oben ist allerdings sehr schwer zu finden. Der Legende nach soll der heilige Konrad bei einer Messfeier eine giftige Spinne verschluckt haben. Dank seines tiefen Glaubens blieb er jedoch unversehrt. Ich habe längst nicht alle 23 Tierarten in der Basilika gefunden, doch mich zieht es weiter. Denn von Otto Beuren sind es nur noch etwa 2,5 Stunden bis zu meinem nächsten Etappenziel. Bad Grönenbach, ich komme.